Wir sind der Biggerbeck, wir kommen von der Schwäbischen Alb, wir stehen für Regionalität, wir stehen für Getreide von der Schwäbischen Alb. Wir haben uns zur Aufgabe gesetzt, alte Getreidesorten wieder anzubauen, so wie wir sie von früher kennen. Bei uns steht an erster Stelle, es muss schmecken, aus der Region kommen und wenn es bio ist, ist es super. Mein Name ist Jörg Geiger, bin Manufakturist, Poirologe und eine Art schwäbischer Druide. Die Leidenschaft für den Beruf ist aus dem Hobby raus entstanden. Das Stuttgarter Geißhirtle, also diese zuckersüße Birne, die hat mein Vater vor 45 Jahren sortenrein destilliert. Und das mal später zu machen, war mein Kindheitstraum. Mein Name ist Johannes Schwürer. Ich bin Geschäftsführer bei der Schwürerhaus KG, Bauunternehmen in Baden-Württemberg. Die Leidenschaft für meinen Beruf kommt aus der Belegschaft, aus der Mannschaft, aus den Mitarbeitern, mit denen ich zusammenarbeite, die ich unheimlich schätze, aus den Möglichkeiten, auch was Positives zu gestalten. Die Genusstüftler, wir Schwaben sind Tüftler und der Biggerbeck ist ein Lebensmittelbetrieb, wir sind Genießer. Und die zwei Worte haben wir zusammengebracht zu Genusstüftler. Biggerbeck ist wichtig, dass wir nicht alleine arbeiten, sondern dass wir immer ein gutes Netzwerk haben. Wir brauchen Leute, die gemeinsam an unseren Produkten arbeiten. Und unter dem Begriff Genusstüftler haben wir uns jetzt ausgebreitet und haben zum Beispiel der Geiger mit ins Boot genommen, ist bekannt für seine Sekte. Deshalb kommen auch Schwörerhaus mit rein, tut im Baubereich sehr viel tüfteln. So ist es ein durchgezogenes Projekt aus dem Land Baden-Württemberg. Weil jeder für sein Metier steht. Wir für das Flüssige, der Heiner Beck für das Gebackene, für das Feste und Schwörerhaus für den Wohngenuss. Wir sind schon seit Jahren in Stuttgart auf dem Weihnachtsmarkt. Mit der Stadt Stuttgart haben wir gesprochen und gesagt, wir brauchen ein Produkt, wo zu uns passt, zu uns Baden-Württemberger. Und mich hat es gefreut, dass sie mich ausgesucht haben und gesagt haben, Beck, probier mal. Und haben uns dann entschieden, wir machen einen Stollen. Bei den ersten Gedanken für den neuen schwäbischen Wiesenobststollen war klar, die Rohstoffe, die dominant sind, müssen aus der Region kommen. Und das war uns einfach wichtig, dass wir ein Produkt haben, wo nach Baden-Württemberg passt und das wir dann für Stuttgart machen. Und ein optimales Gebäude dafür haben, zu unserem Tüftler Johannes Schwörer zu gehen, welcher Fertighäuser baut. Und vor allem mit seinem Flying Space ein Haus eine gute Idee hat. Und wir haben ihm die Aufgabe gestellt, wir brauchen ein Flying Space für Stuttgart. Wir leben ja davon bei dem Konzept jetzt, dass wir vor Ort kommen, dort wo Besucher da sind, das präsentieren können. Und das Flying Space hat die tolle Möglichkeit, dass man es jederzeit auf- und abbauen kann. Sehr überzeugend das Genusstüftler-Konzept auch präsentieren kann. Unsere Region ist eine einzigartige Kulturlandschaft. Ich kann zuschauen, wie die Produkte erzeugt werden und wir können auf die Art der Erzeugung direkt Einfluss nehmen. Die Genusstüftler sind alle ein bisschen produktverliebt und vielleicht auch verrückt. Weil wir uns Gedanken machen und es dann verbessern, nochmal verbessern, nochmal verbessern. Das ist ja das, was einen Tüftler auszeichnet. Mit dem Projekt, dass wir drei von der Schwäbischen Alb in Stuttgart was machen als Tüftler, damit man einfach sieht, dass wir im Ländle nicht nur Autobauer haben, sondern auch Tüftler am Bau oder im Genusswerk. Und das ist für mich mal wichtig und das ist für mich auch spannend, das rüberzubringen, was wir hier alles aus dem Ländle bieten können.